Hallo zusammen, heute haben wir Staffel Folge Nummer 4. Wir wollen das Haus zu Ende bauen, beziehungsweise das Gehege. Haus haben wir ja schon fertig. Wir wollen das Gehege zu Ende bauen. Dann wollte ich anfangen mit einem Gewächshaus, zumindest den Unterbau schon mal. Und dann kam aus der Community von uns der Vorschlag, wir könnten einen Leuchtturm bauen. Mit dem Leuchtturm, das werden wir in naher Zukunft mal angehen. Das werden wir uns anschauen, da werde ich mal gucken. Und da werde ich euch dann auch mit dazu nehmen und dann werden wir einen Leuchtturm bauen. Macht sich eigentlich ganz gut, da wir ja auf einer kleinen Insel sind. Da können wir gleich noch einen Leuchtturm dazu packen. Jetzt machen wir erstmal hier das Gehege zu, damit unsere Dinos natürlich auch endlich mal ihren eigenen Bereich haben. Und dann treffen wir die Vorbereitung fürs Gewächshaus. Mit dem Leuchtturm wird wahrscheinlich erst in eine der nächsten Folgen dann kommen. Das muss ich erstmal ausprobieren, das muss ich erstmal austesten. Ich hatte so überlegt, dass ich vielleicht in der nächsten Folge mal eine Mod von unserem Server vorstelle. So, das Haus ist jetzt soweit fertig, das haben wir erledigt. Fehlt nur noch die Innenausstattung. Da können wir dann in Ruhe irgendwann mal anfangen. Ich würde jetzt vorschlagen, damit wir die Sicht nicht versperren, weil wäre ja auch blöd, bauen wir hier unser Gewächshaus hin. Ich meine, die Insel ist groß genug, wir haben genügend Platz und wir können uns auf der ganzen Insel ausbreiten. So, dann holen wir uns mal das Zeug ran. Ich hatte überlegt, kein einfaches Standard-Gewächshaus zu bauen, sondern eins, was ich auf der Map, wo ich mit meiner Frau zusammenspiele, bereits gebaut habe. Finde ich ganz interessant. Einige werden wahrscheinlich sagen, du hast jemanden kopiert. Nein, ich habe niemanden kopiert. Will ich nicht, brauche ich nicht, muss ich nicht. So, das ist eigentlich ein ganz simples Projekt. Wir bauen den Unterboden bauen wir aus Stein und dann hauen wir einfach nur die Glaswände rauf, Glasdach rauf und die Beete rein und dann sind wir damit eigentlich auch relativ zügig mit durch. Heute machen wir mal nur erstmal das Fundament. Ich glaube, für mehr wird die Zeit, glaube ich, nicht reichen. Würde auch keinen Sinn machen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das gemacht hatte. Genau, so war das. Zack. Und zack. Und zack. Jetzt sind hier natürlich wieder so einen hässlichen Blumen im Weg, war ja klar. Hätte man vielleicht vorher wegmachen können? Kam ich nicht zu. Na nu. Die hängt natürlich jetzt wieder im Fundament drin. Dann machen wir es eben so. So, und weiter geht's. No, jetzt steht uns das Holz im Weg. Ich werde ja gleich hier. Irgendwas ist immer im Weg. Irgendwas ist immer da. So. Und das. So. Innen drin nur noch Dreiecke. Ich hoffe mal, ich habe genug gebaut. Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht. Da fehlt wieder die Hälfte. Würde mich auch nicht wundern. Aber das ist nun mal so, wenn man ein Video macht, so wie wir jetzt, und die Hälfte vergisst. Naja gut, da wir noch ein paar Minuten Zeit haben, sogar ein paar mehr, machen wir ein bisschen Farming mit dabei. Was soll's? Shit happens. Holen wir uns noch ein bisschen Holz, ein bisschen Stein und machen die restlichen Dinge auch noch fertig. Dann grasen wir mal hier ein bisschen ab. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen was dabei. Wäre natürlich cool. Und keine Ausdauer mehr. Es war so klar. So.
Mal gucken, was haben wir denn hier noch drin? Holz, da haben wir doch noch ein paar Steine. Da haben wir noch ein bisschen Holz, da haben wir noch ein bisschen Stroh. Da haben wir nichts mehr. Okay. Gut, wir probieren jetzt mal noch ein bisschen was zu bauen. Ja, zwei mehr geht nicht. Dann müssen wir den Rest gleich noch erfahren. Dann könnt ihr mal zugucken, wie wir farmen. Die Einstellungen bei uns mit dem Farmen mit der Hand sind gering. Allerdings haben wir dafür das Farmen mit Tieren erhöht. Also es ist nur der Anfang, der ein bisschen mühselig ist. Aber wenn ihr dann die ersten Tiere getamed habt, wie ein Dödi oder ein Anki oder ein Biber oder wie auch immer, dann kommt ihr relativ zügig und auch sehr, sehr schnell an die Materialien ran. Also das ist machbar, es ist machbar. Und außerdem ist ja Ark nun auch kein Spiel, was man in ein paar Stunden durchspielen sollte. Ne? Ich meine, Ark ist ja nun ein Spiel für Langfristigkeit, also für lange Spielzeiten. Das ist so langweilig. Farmen, Farmen ist so langweilig, toll, keine Ausdauer mehr. Es war so klar. Es war so klar. Ich habe aber noch ein paar Beete gleich gebaut, die werden wir uns gleich noch aufstellen, so als Dekoration vielleicht. Und einen Futterdruck habe ich auch schon gemacht, den können wir auch gleich noch aufstellen, dann können wir die Tiere noch parken. Dann sind die nämlich auch gleich weg. So, und das Ding, jetzt haben wir einen zu viel gebaut, naja, egal. So, und das Ding da rein. So, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal unser Fundament. Und wie ihr seht, es ist nicht langweilig. Es wird definitiv kein langweiliges Gewächshaus. Es wird schon sehr, sehr interessant gestaltet. So, wir bei uns auf dem Server haben die Möglichkeit, wir haben das so gemacht, dass wir keine Wasserrohre bauen müssen. Also wir müssen jetzt nicht hier unendlich viele Wasserrohre setzen, sondern wir hauen einfach nur das Ansaugrohr in den Boden und dann kriegen wir unser Wasser. So, und für unser Gewächshaus möchte ich einen unsichtbaren Wasseranschluss, sprich wir werden die Wasserleitungen einfach in den Boden verlegen. Ja, das geht. Wir können die in den Boden verlegen und die Felder werden trotzdem bewässert. Ich habe das anfangs auch nicht geglaubt. Ich habe es ausprobiert und es hat echt funktioniert. Also ich war begeistert. Also sieht auf jeden Fall besser aus. So, da haben wir den ersten. Da läuft auch schon das Wasser, wie ihr seht. Ne? Läuft schon. Yibi, läuft. Können wir zubauen. Brauchen nicht mehr. So, dann gehen wir an die nächste. Dann nehmen wir den Innenteil. Ja, ich wollte eigentlich den anderen, aber naja, auch gut. So, dann nehmen wir den noch raus. Dann setzen wir hier auch noch einen hin. So. Wasserhahn ran. Und zubauen. Gut, dann gehen wir an den her. Den können wir auch noch mitnehmen. Nehmen wir auch noch mit. Welchen habe ich jetzt mitgenommen? Den? Naja, gut. War der falsche, ist aber egal. So, dann hauen wir mal das da rein. Dann haben wir noch eins übrig. Und dann haben wir die Zeit auch fast schon erreicht. Wenn euch die Videolänge zu kurz ist, weil ihr sagt, oh ja, ich möchte ihn gerne länger sehen, ja, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und dann verlängern wir das. Aber ich habe so gehört, dass so 10, 15 Minuten in der Regel reichen. Und ich selber habe es bei mir auch schon gemerkt. So wirklich lange, elendig lange Videos von einer Stunde und so. Ja, will man nicht gucken. Geht auf die Zeit. Und Zeit haben wir ja alle keine. Ne? So, da haben wir das auch erledigt. Damit wäre unser Fundament fertig. Ich würde dann fast schon vorschlagen, wir stellen jetzt noch den Futterkrug auf. Damit unsere kleinen Dinos hier was zu happern kriegen. Beziehungsweise zumindest eine Möglichkeit haben zu fressen. Fressen habe ich natürlich nicht mitgenommen, war ja klar. Und dann zeige ich euch das nochmal alles, was wir heute gemacht haben, was wir geschafft haben. Und dann werde ich mich ranmachen und werde dann die nächsten Folgen schon mal vorbereiten. Das Gewächshaus, Leuchtturm, eine Mod vorstellen. Wenn ihr eine spezielle Mod haben wollt, die wir auf dem Server haben, die ihr vorgestellt haben wollt, dann sagt einfach mal Bescheid. Und warum ist der hier zu fett? Der passt da nicht durch. Geht's aber nicht. Warum geht der da nicht durch? Ernsthaft? Der ist zu fett. Ich glaub's nicht. Warum ist der zu fett? Moment.
Gucken wir mal, ob wir noch angefangen kriegen. Ja, war ja klar. Nun komm. Also. Switch to money. So, jetzt komm, hier, komm. Da hast du genug links und rechts Platz. Was ist denn los mit dir? Ja, so kommt er durch. Aber wenn man drauf reiten will, geht das nicht. Auch nicht schlecht. Ja, kommt mit den Kommentaren. Ich bin zu fett, ich weiß. Mein Charakter ist viel zu fett. Der sollte das Naschen mal sein lassen. Ja, ich krieg gerade schon Schnauber von nebenan. Meine Frau, da kriege ich immer eine geklatscht, wenn ich sage, ich bin zu fett. Traut sie sich jetzt gerade nicht. Gott sei Dank. Krieg ich danach. Kommt dann nach dem Video. Also wenn ich mich dann morgen so leicht blau anhöre, dann nicht wundern, dann habe ich eine mit einem Wok bekommen. So, einen noch, den Terry noch rein. Warum steigt der denn jetzt so ab? Ach, der mag mich auch nicht. Ich mag den auch nicht, also von daher. Ja, mit allen Dinos komme ich durch, nur mit dem einen nicht. Ich glaube, ich werde ja irre. Na gut. Machen wir das mal wieder auf automatisch. So. Und dann stellen wir hier einen Futterdruck hin. Ja, haben wir den auch schon gebaut. Hat der noch irgendwas zu fressen dabei? Natürlich nicht, aber der hat Holz dabei. Ist ja gigantisch. So, hier habe ich noch ein bisschen Beeren. Die könnt ihr haben. Ja. Da wird wahrscheinlich nicht viel von übrig bleiben. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon fast. Wir haben das fertiggestellt heute. Unsere Tiere sind eingezäunt. Haben Futterdruck. Und wir haben auf jeden Fall schon mal die Plattform für unser Gewächshaus. Ich würde sagen, wir bauen morgen das Gewächshaus weiter. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Mod ihr gerne sehen würdet, die wir haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Haut rein!